Liebe, Zauber, Verzweiflung und Eifersucht. Die Barockoper Alcina bringt das alles auf die Bühne. Nach 50 Jahren wird im Cottbuser Staatstheater wieder eine Händeloper gespielt. Die musikalische Leitung des Stücks übernimmt Ivo Henschel. Für ihn ist es eine ganz besondere Vorstellung. Erstmal freue ich mich sehr, dass ich hier in Cottbus sein darf als erster Kapellmeister. Und es ist ja immer noch meine erste Spielzeit, meine zweite wirklich eigene Premiere jetzt hier. Insofern ist das für mich immer noch was sehr Besonderes, hier sein zu dürfen und auch hier mit diesem tollen Orchester und diesem Ensemble Musik machen zu dürfen. Die Oper handelt von der Zauberin Alcina. Sie regiert das Reich Elysium. Mit ihren Kräften verzaubert sie alle Männer und nutzt deren Liebe zur Befriedigung ihrer Gelüste. So auch Ruggiero. Er verfällt ebenfalls dem Zauber der hübschen Alcina. Sie ist einfach eine ganz spannende Frau, weil sie ist natürlich unglaublich stark auf der einen Seite durch ihre magischen Kräfte und letztlich ein Alpha-Tier, die plötzlich in ihrer gesamten Existenz in Frage gestellt wird und diesen wahnsinnigen Bruch erlebt zwischen sie hat alles unter Kontrolle und sie verliert ihren Verstand. Genau das passiert, als die Verlobte von Ruggiero ebenfalls nach Elysium kommt, um ihn zu suchen. Als Mann verkleidet gelingt es ihr, in das Reich einzudringen. Auf der Bühne zeigt sich dann ein Drama aus Liebe und Verzweiflung. Alcina verliebt sich jetzt selbst in Ruggiero. Ihre Zauberkraft wird damit gebrochen. Aber auch andere Bewohner von Elysium möchten ihren Willen durchsetzen. Ein verrücktes Spektakel entsteht, aus dem Ruggiero und seine Verlobte mit aller Macht fliehen wollen. Schauspielerisch und vor allem musikalisch ist das eine große Herausforderung. Es ist, ich habe wahnsinnig viel zu singen. Ich singe ungefähr eine Stunde in diesem Stück alleine. Und die Arien sind auch, es gibt keine Ausruharie, jeder Arie, die klingt zwar nicht unbedingt alles schwer, aber es gibt keine Arie, die leicht ist. Doch trotzdem meistert Laila Salome Fischer die Rolle als Alcina perfekt. Wie die Geschichte endet und ob es Ruggiero schafft, sich aus den Fängen der Zauberin zu befreien, das kann man am Samstag zur Premiere des Stücks am Staatstheater sehen.